Der Linzer Volksgarten Mittwochabend. Rund 700 Menschen treffen sich, um friedlich zum einen den Unabhängigkeitstag zu feiern, zum anderen darauf hinzuweisen, dass in ihrer Heimat ein schrecklicher Krieg tobt. Das ist ja meine ganze Familie ist in der Ukraine. Meine Familie ist in der besetzten Stadt, also meine Stadt ist im Süden, das heißt Cherson. Und das ist seit Anfang März besetzt. Die sind abgekoppelt komplett von der Außenwelt. Internet ist beinahe ausgeschaltet. Die ukrainischen Karten, also zum Telefonieren, funktionieren nicht. Russlands Präsident Wladimir Putin hat nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet. Seine, wie er es nennt, militärische Spezialoperation dauert nun schon 6 Monate, weil der Widerstand in der Ukraine ungebrochen groß ist. Wir müssen kämpfen. Wir müssen irgendwie uns schützen. Ich habe eine Familie, ich habe die Freunde und wir können nicht alle sterben einfach. Wir können nicht sagen, dass Frieden ist mehr wichtig als Freiheit. Das geht nicht. Frieden kann nicht ohne Freiheit existieren. Die Friedensdemo bewegt sich über die Landstraße hin zum Hauptplatz, wo der Linzer Bischof gemeinsam mit einem ukrainischen Priester betet. Und ein Fest wie das heutige. Es stärkt die Zugehörigkeit, es gibt Lebensfreude und ich glaube auch, dass es den Glauben der Menschen stärkt. Today I'm really, really happy. Heute bin ich wirklich glücklich, denn ich höre die ukrainische Sprache. Ich fühle die Kraft der Ukraine und sehe ukrainische Familien mit ihren Kindern. Für mich ist das wichtig. Der ukrainische Konsul hat wenig Verständnis für die Zurufe. Man möge doch den Dialog mit dem russischen Präsidenten suchen. Of course, our president would like to have peace conversations, but here I think. Unser Präsident Zelensky will schon mit Putin sprechen, aber nachdem die Russen die Ukraine zerstören wollen, wird es solche Gespräche wohl erst geben können, wenn die Ukraine wieder ein freies Land ist. So only when Ukraine will be free without Russian troops, all territory of Ukraine, we are going to have a conversation. Auf baldigen Frieden hoffen alle, jene in der Ukraine, wie auch all die Menschen, die nur eines wollen, möglichst rasch zurück in die Ukraine. Wir wollen zurück, dahin, wo wir Heimat sind. Ich danke allen in Europa, die uns helfen. Momentan ist das unser neues Zuhause, aber wir alle lieben unser Land und wollen nur noch eines. Dahin zurück. We'll turn to our home, to our city.